Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Verdammt! Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Warren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Irgendwelche Vorschläge? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. In Ordnung. Ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben Sie hier, bis das Feld aus ist. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ich suche mir einfach ein Loch, wo ich mich verstecke, bis das Feld aus ist. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemanden... Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Woher weißt du, dass ich Lisbeth bin? Ihre Zugangskarte identifiziert Sie als Elizabeth Bainham. Benötigen Sie irgendetwas, Dr. Bainham? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden?
Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Das erklärt ihr seltsames Verhalten. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen einen Weg um das Feld finden. Wir müssen zurück zu Sue's Hope. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Vielleicht ohne viel Feingefühl, aber dafür äußerst effektiv. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen Greifer nach Schwachstellen prüfen, aber die Gates sind ziemlich gründlich. Dieses Gebäude scheint den Gate wichtig zu sein. Könnte es für sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Bei den Gate verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Dieses Gebäude scheint wichtig zu sein. Könnte es für sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Bei den Gate verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Greifer noch nicht? Wenn wir nur einen der Greifer entfernen, fällt das Schiff.
Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Ich wiederhole, Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander, reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Halten Sie die Kolonisten von der Normandy fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als Sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Wo ist der Torianer? Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Aber was wollen die Gate von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen?
Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist Job? Wir bekommen hier eine Menge Geht-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geht sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso enden. Was haben Sie vor, Jong? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Ferros her, die wertvoll ist. Dem Turianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, John. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen.
Sehen Sie das inhärente Potenzial dieser Kolonie denn nicht? Sie könnten sogar befördert werden. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen folgen kann. Eine fremde Welt, die sich von einem Alien-Angriff erholt hat. Das macht sich doch gut im Firmenprofil. Ja, es stimmt, dass noch kein Held der Menschlichkeit je bankrott gegangen ist. Traurigerweise würden Sie dabei wahrscheinlich sogar ein Vermögen machen. Aber wenn uns das unser Leben zurückgibt, bin ich dabei. Es könnte funktionieren. Nein, die infizierten Kolonisten passen nicht so recht in diesen Plan. Nein, nein, sie müssen verschwinden. Sie können die Kolonisten nicht einfach töten. Es ist nicht ihre Schuld. Wenn sie den Torianer töten, wird die Infektion vielleicht aufgehalten. Möglicherweise. Es ist einen Versuch wert. Aber ich weiß nicht, ob ich die Kolonisten verschonen kann. Es muss einen anderen Weg geben. Vielleicht gibt es den. Kommen Sie vor Ihrem Aufbruch zu mir, Commander. Sorgen Sie einfach dafür, dass es hinterher keine Beweise dafür gibt. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Es war nicht allzu schwer. Ich weiß das zu schätzen. Hier, das haben Sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich bin froh, dass Sie bereit sind, uns zu helfen. Ich denke, es gibt einen Weg, die Kolonisten zu retten. Was haben Sie vor? Ich denke, Sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate! Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraclopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn Ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es Sie lähmen. Eine modifizierte Granate dürfte für diesen Zweck ausreichen. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere. Bist... Der Weg frei ist. Viel Glück!